Julia, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Rennen hier in Regensburg, zum Sieg, zu deiner ersten Sieg auf der Langdistanz, zum ersten Langdistanz-Sieg in deiner Profikarriere, kann man sagen. Der Schritt ins Profilager hat sich nach so einem Rennen heute gelohnt? Ja, er ist geglückt und hat sich gelohnt, ist alles perfekt, passt. Jetzt haben dich halt viele in der Favoritenrolle ja auch ein bisschen gesehen. War das Rennen dann dadurch etwas schwerer? Der Druck war relativ groß. Ich habe versucht, dem Druck irgendwie auszuweichen und mir das irgendwie schön zu reden und ich mache es hier für mich und so. Aber der Druck war schon relativ groß, weil jeder gesagt hat, ja, das Ding gewinnst und auf geht's und so. War schwierig. So, dass ich dann am Fahrrad gemerkt habe, dass ich nicht ganz mitkomme, und ich dachte, schlecht. Ich hatte das nicht ganz so gut, als wenn ich wusste, wenn der Abstand gering bleibt, dann habe ich eine Chance. Aber der Druck war schon vorhanden auf alle Fälle. Weil du hast ja dann zum Schluss mal auch zu unseren Live-Ticker-Spot und so ein bisschen gesagt, so mit dem Abstand ist eigentlich alles im grünen Bereich. Hast du da schon beim Radfahren am Schluss auch gemerkt, dass die Beine fürs Laufen noch gut sind? Ja, also ich habe gemerkt, dass in der zweiten Runde der Abstand mehr oder minder gleich geblieben ist, dass er nicht mehr ausgebaut worden ist. Da denkt, okay, er bleibt gleich. Das heißt, sie sind mindestens genauso müde wie ich. Und dass ich laufen kann, habe ich mir eingeredet, kann ich oder weiß ich. Und das ging dann eigentlich ganz gut, ja. Also ich habe gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe bei der Pressekonferenz, 6 Minuten, 7 Minuten Rückstand sollten eigentlich laufbar sein. Jetzt bist du dann im Marathon gerade am Anfang ja sehr, sehr schnell angelaufen, hast sehr, sehr schnell Zeit gut gemacht. War das, weil da die Fans an der Strecke waren, dass die dich gepusht haben? Die haben mich schon einerseits sehr gepusht, also ich musste schon aufpassen, dass mich zu sehr pushen. Es lief aber auch ganz gut, muss ich auch sagen. Ich habe auf die Uhr geschaut und habe gesagt, alles was langsamer wie 4er Schnitt ist, dürfte mir jetzt nicht so viel für den Schluss wehtun. Und dem war dann auch so, ja. Das war ja dann ziemlich so zur Halbmarathon-Marke, als du dann an der Erika vorbei bist, in Führung gegangen bist. Hast du da schon gewusst, dass es auf gut bayerisch Gmadi Wiesen ist? Na, Langdistanz, wie sagt der Baumann schon hinten mit dem Endeffekt. Langdistanz ist erst 10 im Ziel, also da kann noch so viel passieren. Und ich habe Angst gehabt vor Krämpfen, die ich dann am Schluss auch bekommen habe. Ja, wenn man die letzten 3 Kilometer gehen muss wegen Krämpfen, dann ist die Wiesen eben gemacht. Und also das war nicht, habe ich eigentlich erst gewusst, wie ich auf der Steinachenbrücke war in der letzten Runde. Jetzt gehört's da. Du warst jetzt auf der Triathlon Langdistanz schon mal in Klagenfurt am Start, auch letztes Jahr in Rot. Jetzt, wenn du da so kurz nach dem Rennen im Vergleich zu Regensburg siehst, wie war es hier von der Stimmung an der Strecke? Ich habe vorher schon gesagt, die Laufstrecke von der Stimmung her ist absolut top hier. Also das ist kein Klagenfurt und Rot lang nicht mithalten. Aber gleich 5-mal, nicht? Beim Radfahren sind Rot ein bisschen mehr Stimmungsnester, aber gut, das ist ausbaufähig. Aber Laufstrecke, das ist eigentlich das, was am Schluss zählt, weil Fahrradfahren muss das sowieso alleine in der PC konzentriert. Laufstrecke ist für Stimmung hier 5-mal besser als andere. Es ist wirklich absolut geil. Und der See ist top zum Schwimmen. Also ist deutlich besser wie Klagenfurt, der Moorkanal da oder auch wie Rot. Also kann mir deutlich besser gefallen. Wie geht es nach dir, nach dem Sieg weiter? Wie lange darfst du feiern? Beziehungsweise schaut noch der Rest der Saison bei dir aus? Wie lange ich feiern darf? Da frage ich nicht. Ich mache jetzt eine Woche ungefähr Ruhe, also weil ich wirklich nichts mache oder nur mache, was mir wirklich Spaß macht. Und dann muss ich mal schauen, wie schnell ich mich erhole. Und dementsprechend starte ich vielleicht in 3 Wochen noch bei der Duathlon-Weltmeisterschaft Langdistanz. Ist aber wirklich abhängig, wie es die nächsten Tage verlaufen. Also das ist noch nichts fix. Dann wünschen wir dir erstmal, dass du jetzt den Sieg richtig genießen kannst, deine Beine wieder locker kommen. Bekommst und wenn du dann in Zofingen startest, dafür viel Erfolg, Julia. Dankeschön, danke fürs Interview. Danke.